Hier sind sechs Formen für dich. Kennst du sie? Die erste Form kennst du bestimmt. Diese Form findest du an Fahrzeugen, aber auch in der Küche oder als Verkehrsschild. Das ist ein Kreis. Was macht einen Kreis aus? Im Matheunterricht lernst du später raffinierte Wege, einen Kreis zu beschreiben. Jetzt soll uns Folgendes reichen. Wenn du in der Mitte einen Punkt malst und dann eine Linie durch diesen Punkt bis zur anderen Seite ziehst, dann ist diese Strecke immer gleich lang, egal wo du anfängst. Diese Strecke ist gleich lang wie diese, vorausgesetzt sie geht durch den Punkt. Wenn das ein Kreis ist, wie würdest du dann diese Form nennen? Das ist ein Oval, ja. Interessanterweise sind alle Kreise auch Ovale, aber nicht alle Ovale sind Kreise. Dieses Oval ist kein Kreis. Hier ist der Mittelpunkt und diese Strecke hier in diese Richtung, die ist viel kürzer als zum Beispiel diese Strecke hier. Also dieses Oval ist kein Kreis, aber dieses ist ein Kreis. Schau dir mal diese Form an. Sie hat drei Seiten. 1, 2, 3. Du siehst, sie hat auch drei Ecken. 1, 2, 3. Man nennt das ein Dreieck. Dreieck. Also 3 für 3 Seiten oder 3 Ecken und Eck für Form mit Ecken. Gar nicht so schwer, oder? Jetzt schau dir mal diese Formen hier an. Hier drüben. Wie viele Seiten haben die Formen, die ich hier gerade einkästel? Wenn du mal schnell mitzählen würdest, bitte schön. Also wir haben hier... Diese Form hat 1, 2, 3, 4 Seiten. 1, 2, 3, 4 Seiten. Und die orangene 1, 2, 3, 4 Seiten. Und die blaue 1, 2, 3, 4 Seiten. Jede dieser Formen hat 4 Seiten. Was meinst du, wie diese Formen heißen? Vierseitige, gar nicht schlecht. Früher nannte man sie quadrilaterale, also vierrandige. Heute nennt man sie einfach nur Vierecke. Also 4 für 4 Seiten oder 4 Ecken und Eck für eine Form mit Ecken. Genau wie beim Dreieck. Mathe ist logisch, jawohl. Also, du siehst hier verschiedene Vierecke. Du kannst sogar ein Viereck finden, das so aussieht. So wie ein Lenkdrache. Solange eine Form 1, 2, 3, 4 Seiten hat, nennst du sie ein Viereck. Natürlich haben sie alle noch Sondernamen. Bei dieser Form siehst du, dass alle Ecken so aussehen wie die in deinem Klassenzimmer. Die Seiten stehen in einem sogenannten rechten Winkel oder 90-Grad-Winkel zueinander. Wenn kleine Rittersport-Schokotafeln in die Ecken passen, also genau reinpassen und alle vier Ecken rechtwinklig sind, dann nennen wir diese Form ein Rechteck. Wenn alle vier Ecken 90-Grad-Winkel groß sind, dann nennen wir diese Form ein Rechteck. Vergleich das mal mit der blauen Form. Diese Form ist kein Rechteck. Die Ecke hier ist größer als 90 Grad. Eine Rittersporttafel würde hier nicht perfekt hineinpassen. Sie läge schräg, so wie jetzt. Nicht gut. Oder sie läge so. Guck mal, so hier. Passt auch nicht richtig rein. Diese Ecke ist nicht rechtwinklig. Auch in dieser Ecke kein 90 Grad Winkel. Hier auch nicht. Diese Form ist kein Rechteck. Bei einem Rechteck müssen alle vier Ecken rechtwinklig sein. Die grüne Form ist auch kein Rechteck. Rittersport passt hier nicht gut in die Ecke rein, siehst du? Die Ecken sind nicht rechtwinklig. Das ist kein Rechteck. Das ist kein Rechteck. Was meinst du, ist das ein Rechteck? Passen hier kleine Rittersporttafeln rein? Ja, hier passt eine Tafel in jede Ecke. Wie süß. Alle vier Ecken sind also rechtwinklig. Die Winkel sind 90 Grad groß. Diese Form ist auch ein Rechteck. Die beiden Formen hier oben sind Rechtecke. Jetzt hast du bestimmt schon bemerkt, dass die lilane Form wie eine Rittersporttafel selbst aussieht. Sie ist ein spezielles Rechteck. Alle Ecken sind rechtwinklig. Dazu kommt, dass alle Seiten gleich lang sind. Diese Seite ist genauso lang wie diese Seite, ist genauso lang wie diese Seite, ist genauso lang wie diese Seite. Wenn alle Seiten gleich lang sind und alle Ecken rechtwinklig sind, dann nennen wir das ein Quadrat. Hier ist ein Quadrat. Quadratisch praktisch gut. Ein Quadrat ist also ein spezielles Rechteck. Bei dieser Form sind nicht alle Seiten gleich lang. Hier sind alle Seiten gleich lang. Was ist mit dieser Form? Die Seiten scheinen hier gleich lang zu sein. 1, 2, 3, 4. Aber sie hat keine rechten Winkel. Schlechte Chancen für Rittersport-Schokoecken.
Also passt nicht, hier auch nicht. Passt auch nicht, keine 90-Grad-Winkel. Wenn alle Seiten gleich lang sind, aber die Ecken nicht rechtwinklig, dann ist das eine Raute. Das ist eine Raute. Jetzt sagst du vielleicht, Moment einmal, ein Quadrat hat auch vier gleich lange Seiten. Ist das auch eine Raute? Ja, du hast ganz recht, ein Quadrat ist auch eine Raute, eine spezielle Raute. Also kästle ich das hier mal zusammen ein. Bei dem letzten Viereck hier unten siehst du, dass zwei Seiten ein bisschen so aussehen wie ein paar Schienen. Hier haben zwei gegenüberliegende Seiten die gleiche Ausrichtung. Das nennen wir parallel. Wenn ich die Seiten hier mal verlängere, werden sie sich niemals kreuzen. Bei einem Viereck mit zwei sich gegenüberliegenden parallelen Seiten sprechen wir von einem Trapez, so wie im Zirkus. Da sind die beiden Strippen auch parallel. Vergleiche die anderen beiden sich gegenüberliegenden Seiten. Wenn ich die hier verlängere, dann würden sie sich sehr wohl kreuzen. Siehst du das? Dieses Viereck ist ein Trapez.